So, und da sind wir wieder bei Minecraft. Ich habe Hey. mal durchgerechnet jetzt. Wir kriegen hier umgerechnet 180 Truhen rein. In den ganzen Raum. Ich habe das hier ja letztens noch so ein bisschen weitergemacht, weil das passt ja noch nicht so richtig, wie es ist. Und da werden wir jetzt Holz für holen noch. Jo. Ich Und bin hier erstmal fertig. Er meinte, das sähe besser aus, wenn wir hier das 3 hoch machen. Und ich habe dann gemeint, du, da hast du eine Idee. Machen wir es so hoch, aber. Du mich noch einmal und ich verpasse eine Delle, du Gewürzgurke. Kannst du gleich mal vergessen. Dass ich eine Gewürzgurke bin? Du mir eine Delle verpassen könntest im echten Leben. Ich kann dir eine verpassen, die wird nur nichts machen. Du könntest ja immer noch hier gerade mal das angucken, wie das hier drin aussieht. Da muss ich später noch Oh, überlegen, nee, ob ich bin ich gerade da unten bei Lassi. weiterfahre. Ja, ich wollte gerade fragen, wollen wir jetzt eigentlich mit deiner Burg anfangen? Weil hier weiß ich gerade noch nicht, wie ich weitermachen möchte. Ich muss sowieso Ja, den drauf Kessel warten. müssten wir noch bauen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt Lust drauf habe, Okay. aber ich meine, wenn du möchtest. Dann können wir mit der Burg anfangen, ich. Dann kannst Okay, ja dann auch komm, ich guck. für das mal eben gucken. Ich hab da Soon jetzt noch. may the wellerman come and bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Ich hab da nämlich jetzt solche Trennwände mit Steinen gemacht. Komm schon. Ich muss irgendwann das Jump'n'Run von den Seerosenblättern noch ein bisschen verbessern. Vier Blöcke springen kann. Ja, es geht mir eher darum, dass man es einfacher schafft. Das ist dann aber ein Weg. Mir geht es halt eher. Das Problem ist Ja, aktuell, das dass ist es die zwei, drei Ordnung. Blöcke Sprünge und dann ein zwei Blöcke Sprung ist. Und der zwei Blöcke Sprung bringt einen voll aus dem Konzept. Das ist geordnet, das, ja. Ja, das wird hier aber noch mal eine ganze Reihe dann nachher noch weitergemacht. Und ich muss hier in die Richtung noch mal ein bisschen weitermachen, damit man da auch so einen Zweiergang dann immer hat. Ach, stimmt, da ist der was jetzt über der Kirche. Ich muss sagen, das habe ich gar nicht mal so schlecht gepixelt. Das sieht gut aus. Das habe ich vorher einfach nur im Paint gepixelt und dann gemacht. Aber kannst du mir eine Sache beantworten? Hä? Warum fehlt da ein Block? Man musste einsparen. Okay. Lassi, Ja? erwarte nicht vom Kommunismus, Geld für Blöcke zu haben. Naja, ich erwarte vom Kommunismus, dass es Geld für Propaganda hat. Nicht für veraltete Propaganda. Okay. Die neue ist 3D. Die neue ist, Putin mal wieder irgendwo hinzuschicken, wo er dann sein Shirt ausziehen kann und cool aussehen kann. Putin vor Ort. Du meinst Dampel? Genau. Da kommt Putin ja mal vor. Ja, ich Echt? weiß. Ja, dann schicke ich dir gleich den Screenshot, Lassi. Erstmal schlafen. So spät schon. Sehe davon nichts. So früh schon. Warum ist da oben Ich schon wieder ein muss. Zombie? Ich habe da ausgeleuchtet. Oder ist unten ein Zombie? Du meinst also, 3 hoch sieht besser aus. Ja. Was Wir meinst du? schlafen. Schaffe ich es diesmal bis Level 30 zu kommen, bevor ich mal wieder sterbe, damit ich endlich gute Verzauberung habe? Nicht, wenn ich dabei bin. Das stimmt. Not on my watch. Weil ich glaube, das letzte Mal bin ich aus eigener Schuld gestorben. Wofür lässt du das runterlaufen? Ich war einfach schon bei 5 im Bett. Ich habe trotzdem erst ab 1 geschlafen. Ja, weil man auch immer ein bisschen länger braucht, bis man einschläft.
Also der Content hat gepasst. Lassi? Ja. Hast du genug Cobblestone? Wie viel was willst du mit Cobblestone? Burg? Du baust eine Burg aus Cobblestone? Hast du mal eine Burg gesehen? Ich hätte sie jetzt aus Stonebricks gebaut. Lassi? Ja? Hast du mal eine Burgruine gesehen, die aus Ziegeln wirklich gemacht wurde? Na, good point. Also ich habe 2,9 Stacks Cobblestone. Ich habe 8 Cobblestone. Guck mal unten in Günthers Paradise. Warum habe ich einen Eichenstamm jetzt plötzlich? Achso, hier wahrscheinlich raus. Ja. Naja, muss ja auch weg, ne? Ne, hier raus. Also grundsätzlich, du bist derjenige, der mir dann sagt, was ich wohin zu bauen habe. Okay. Ich meine, das ist unser gemeinsames Projekt, aber. Wow, okay. Also aber du bist quasi der, der die letzte Entscheidungsgewalt hat. Ich hätte jetzt vorgeschlagen, dass wir anfangen, einfach mal den Grundriss zu legen. Ja. Also mal. Genau. Das Einzige, was ich vielleicht mit Ziegeln wirklich machen würde, ist vielleicht die Inneren, ja. Innere Seite des Kerkers und den Burgfried. Okay. Obwohl der Kerker wird wahrscheinlich beim Burgfried sein. Aber was mir halt auch einfällt, du meintest ja, dass du das irgendwie möglichst akkurat basteln möchtest und ja. Da bist du dann auch derjenige, der mir sagen muss, was genau du damit meintest. Warum gehst du über den Weg durch die... Logisch, keine Ahnung, du hast gesagt, bei Günthers Paradise gibt's Steine. Dann habe ich da geschaut, keine Steine gefunden und habe dann den Ausgang nicht gefunden. Da sind mehrere Kisten voll mit Steinen. Wo? Unten. Okay, dann schaue ich nochmal nach. In welchem Haus ging's da nochmal rein? In dem einen, das da so abseits steht. Also die Richtung kannst du jetzt ja nicht verwechseln davon, oder? Ich gehe einfach nochmal durch die Kirche rein. Wobei es ja eigentlich nochmal schneller wäre, bei uns eben kurz hinzugehen, oder nicht? Bei euch weiß ich nicht mehr, wo da der Eingang war. Direkt der Weg, der neben deinem Geheimgang ist. Der Keller. Mir fällt gerade ein, wir haben jetzt ja hier kommunistische Hühner, richtig? Ja. Temporär. Bedeutet das, dass wir jetzt nach und nach den Plot von Animal Farm durchgehen? Ja. Okay. Deswegen temporär. Langsam kommt der Schweinegunter. Wir haben hier nur 2 Schweine auf der gesamten Farm. Oder 3, okay, keine Ahnung. Wo genau sind denn hier? Da sind Truhen. Ja, wo? Direkt am Eingang davon. Am normalen Eingang, am Kellereingang. Ah, jetzt sehe ich den Eingang. Ganz ehrlich, wenn du es jemals wirklich schaffst, das Ding hier so auszubauen, dass du einfach nur eine ebene grüne Fläche hast, ohne jeglichen Anhaltspunkt, das wäre so eine surreale Erfahrung, hier lang zu laufen. Das kann ich aber gar nicht machen, weil da ist ja ein Weg mit einer Treppe runter. Ach, die Treppe kann man auch loswerden. Nee, ich will das ja schon so haben, dass die nicht hoch können. Du hast absolut nichts dagegen, wenn ich hier mich bei den Steinen bediene, oder? Du nimmst das komplett alles raus. Ich hätte es sonst nicht gesagt, dass ihr da rangehen sollt. Die habe ich ja eigentlich genommen, eigentlich für den Never. Okay. Und das habe ich da auch ganz gut benutzt. Fand ich, sollte hier irgendwann mal den Geheimgang zumachen. Was für ein Geheimgang? In diesem Monat Humble Bundle war Guacamole 2. Nice. God's Trigger. State of Mind.
Mother Gunship. Distance. Kurz Sauerstrahl. Und Mother Gunship habe ich tatsächlich schon mal gehört, glaube ich. Womit baut man denn jetzt die IKEA-Blöcke wieder ab? Spitzhacke. Aber dann sind die nicht mehr so blau, oder? Doch. Okay. Hast du die aus Terrakotta gebastelt? Beton. Karton. Beton ist einfach herzustellen. So, ich bin bereit, dir zu helfen beim Bauen. Okay, machen wir. Wie viel fehlt ein Block? Gehen wir mal da wieder hoch und planen da ein bisschen durch. Okay. Also ich hatte jetzt vorgeschlagen, du wolltest ja auf da vorne quasi oben auf dem Hügel drauf den Burgfried bauen, richtig? Ja. Zu der Richtung möchtest du kein Tor haben, nehme ich an. Richtig. Also ich würde sagen halt da Burgfried und da hinten Tor. Ich wollte fragen, wollen wir dann auf der Seite auch... Ja? Ich übernachte heute bei Jan. Okay, viel Spaß. Hallo. Du auch. Wollen wir dann... Ich unterschätze immer, wie weit diese Pfeile fliegen. Wollen wir es dann quasi so umbauen, dass auf der Seite der Berg quasi recht steil runtergeht? So blöd gesagt, sodass man quasi von der Seite nicht die Burgmauern erklimmen könnte. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Meinst du, das sieht sehr gut aus? Da auf der Seite ein bisschen geterraformt habe. Da siehst du sehr, dass ein bisschen steiler. Ja, ich würde es tatsächlich noch deutlich steiler machen. Also so, dass es von der Seite wirklich nicht möglich ist, hochzuklettern. Okay. Oh, wir haben und dann Glück, quasi dass du das Mauer noch nicht fertig hattest. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Okay. Wie viel Leben hast du? 3. Lassi? Ja? Soll ich dir sagen, wie viel Leben ich habe, wenn ich darunter springe? Kannst du tun. 5. 9. 5. Ich habe ein Herz verloren. Und dann, dass wir quasi die Mauer auch wirklich hier so am Rand langziehen. Ja. Also ich muss sagen, eigentlich von dem, wie es aussieht, passt es doch von der Steile her fast schon. Okay. Muss ja nur so aussehen, muss ja nicht wirklich so sein, oder? Okay. Ja, das stimmt. Finde ich. Dann. Weil wenn es einfach nur so eine fucking Stingeknokiolchen-Wand, sieht es auch nicht schön aus. Fuck you. Ja, okay, das stimmt. Möchtest du die Wand möglichst rund basteln, möglichst eckig oder einfach mal so? Halt an den Hügel anpassen. Also quasi jetzt wirklich irgendwie, sag ich mal. So hier lang. Ja, mehr oder weniger. Mist, mal so, mal so. Und halt auch wirklich so 3 bis 4 Blöcke breit. Also Innenteil vielleicht hol. Dann würde ich vielleicht sogar noch ein bisschen weiter nach außen gehen, weil sonst haben wir irgendwann sehr wenig Platz für den Burgfried. Also kommt halt drauf an auch, machen wir es 3 Brett oder 4 Brett? Also quasi die Frage wäre dann, oder von dir wird man es meinetwegen dann so breit machen? Oder dann quasi in die andere Richtung noch ein und hier oder wir könnten es auch 2 breit machen und dann mit Holz den Wehrgang. So ein bisschen nach innen. So 1 und 2 Blöcke nur. Ja, das fände ich. Das ist halt, sagen wir mal, die Wand eben so ist. Und dann halt nur so der Wehrgang ist. Anstatt halt wirklich das komplette so auszufüllen. Also du willst den Wehrgang auf der Innenseite der Wand bauen. Normalerweise ist ja. Ja, mein Vorschlag wäre jetzt gewesen.
Ich meine, ich habe schon vor, der Magiekulisse reinzubauen. Okay, ja. Also mein Vorschlag wäre gewesen, dass man meinetwegen, sagen wir jetzt mal, die Wand so breit. Ich habe gerade kein Holz, deswegen musst du dir jetzt vorstellen, wo das Holz hinkommen würde. Und dann. Das Holz, lass ich. Hm? Okay. Das Holz. Also meine Idee wäre dann auch meinetwegen gewesen, es so zu machen. Aber ich hätte es dann tatsächlich, glaube ich, nur so breit gemacht. Und dann. Ich würde die Zinnen, glaube ich, gar nicht so machen. Ja, das war jetzt nur als Beispiel erstmal. Hast du gerade eine Crafting Bench dabei? Jetzt schon. Okay. Das hätte ich halt kurz eingecraftet, platziere mal. Ich hätte mir halt gedacht, dass ich, damit ich es dir zeigen kann. Lass das mal. Mhm. Das war halt, stell dir vor, das ist eine Treppe. Ja. Oh, ja, das ist eine gute Idee. Weil, eben so und dann halt bei den Zinn so zwei, so nebeneinander. Weil dann kann man auch dann mit dem Bogen dann so runterschießen. Das kannst du tun. Also quasi, wie du möchtest, ich würde quasi den Wehrgang nicht mehr als ein Feld nach innen sagen, über der Mauer stehen ich sagen, haben. Ich würde sagen, dass, wenn du hier noch mal zwei Blöcke hinsetzt, also hier so drüber, ja, dass wir das einfach so als Vorlage nehmen, wie wir das machen. Kurze Frage, möchtest du auch, dass man innerhalb der Mauer durchlaufen kann, oder? Nee. Okay. Dann muss man auch nicht in Kurven darauf achten, dass man bequem drinnen herlaufen kann. Ich meine, Lassi? Ja? Ich mach die Wände nicht umsonst zu breit. Musst du nachdenken. Normalerweise hätte ich jetzt halt gesagt, wenn man die Wände so breit macht, dann vermutlich, weil man innen drin herlaufen will. Lassi? Ja? Glaubst du wirklich, eine 1 Meter breite Wand hält ein fucking Triebock oder so gut auf? Ich sag's mal so. Besser als gar keine. Okay, dann überlege ich hier gerade, ich baue das gerade noch nur mal, dass wir dann auch direkt abklären können, wie wir denn so in Kurven das bauen. Hier würde ich sogar ein bisschen weiter rausgehen. Okay. Weil hier ist so noch so eine schön gerade Fläche. Du weißt, was ich meine? Ja. Müssen wir innen halt dann komplett ausleuchten. Sag mal, wenn ich gerade unten bei Lukas mal in die Kiste gesehen habe, wir haben tatsächlich auch mehr als genug Cobblestone, um das komplett auszufüllen. Ich hab sogar noch mehr für euch hier hinten. Fuck, jetzt füllen wir einfach raus. Ja. Eventuell ist sogar noch im Nether ein bisschen was. Wenn ich da wieder was in die Kisten reingetan habe. Meinst du, das wird passen, wenn man dann ab hier einfach geradeaus geht, oder meinst du lieber noch ein Feld hier rüber? Ich würde sagen, hier. Okay, weißt du, was ich dann aber tue? Dann mache ich das ab hier ein bisschen weniger rund, dass es dann erst alle zwei darüber geht. Also 1, 2, Pause. 1, 2, Pause. 1, 2, Pause. Ausfallschritt. Genau. Und dann ab hier wieder gerade. Lasi. Ja. Ich brauche mal kurz deinen Rat. Was machen wir mit dieser Stelle? Terraformen wir da ein bisschen drüber? Oder bauen wir das irgendwie ein, die Grube? Ich überlege gerade, an welcher Stelle wolltest du das Tor haben? Da beim bei der Brücke.
Obwohl, Moment, ich gehe mal kurz auf das Gerüst. Mein Vorschlag wäre gewesen, entweder wir bauen die Wand hier innen drum und können dann da meinetwegen noch einen kleinen Teich oder so machen. Oder wir bauen die Wand da durch und schauen, dass wir an der Stelle einen Turm hinstellen. Bitte nochmal, zeig. Genau, Moment. Idee Nummer uno. Die Wand läuft quasi hier außen rum. Und an der Stelle können wir dann meinetwegen noch einen kleinen Teich oder so hinbauen. Ob Idee Nummer dos. Die Wand läuft hier durch und an der Stelle haben wir dann meinetwegen einen Turm, der quasi von unten nach oben hochgeht. Gleich dann läuft die Wand quasi hier so einfach. Ja, aber das wird, dann wäre der Turm ja direkt neben dem Burgfried, aber. Genau, das. Ich. Einfach ich hätte jetzt eher gesagt, er ist direkt neben dem Eingang und weniger direkt neben dem Burgfried. Den Seven Days to Die, die Seven Days to Die Burg. Letzte Idee. Wir lassen die Grube. Oh, ich habe eine Idee gehabt. Wir bauen. Okay, soll ich erst meine Idee zu Ende sprechen? Oder? Ja. Meine letzte Idee, die ich hätte. Wir nehmen die Grube und bauen einfach den kompletten Hügel bis hierhin ab. Sodass das Tor ein bisschen tiefer steht und der Burgfried dann höher gelegen ist. Da hinten können wir den Hügel ein bisschen abbauen. Vielleicht, aber... Okay. Dann, was hast du jetzt vorgeschlagen? Das? Fuck, was so cool. Das. Also blöd gesagt, im weitesten Sinne würden wir halt entweder die Wand hier lang laufen lassen. Ich würde sagen, dass wir so innen auch noch ein Tor haben. Was halt dann so mehr oder weniger so da abtrennt. Also du quasi, dass wir zwei Verteidigungsringe haben. Ja. Jo, das macht Sinn. Das beantwortet nicht die Frage, was wir dann hier mit der Grube machen wollen. Ja, das ist, da würde ich sagen, also ich meine, allein schon, wenn wir hier so Dings machen, das wird besser passen, wenn wir das ein bisschen höher machen, einfach mit Erde. Ein bisschen drauf terraformen und... Ich habe jetzt nicht so viel Erde dabei. Also ich schau mal. Ich habe Gas. Angeber. Okay, fertig. Ich habe kein Gas mehr. Ich gebe Gas, ich habe Spaß. Ich hab Gras, ich rauch Gras. Hä? Sag nicht, dass das nicht funktioniert. Liefer, Johnny, liefer. Ich find's schön, wenn die damals schon zur Piratenzeit damals dann immer schon gesungen haben. Gibt's da irgendwas, das wegterraformen müssten und dadurch Erde bekommen? Ich würde halt immer noch vorschlagen, dass wir, gerade wenn wir jetzt zwei Verteidigungslinien haben, die erste ein bisschen tiefer machen und dann quasi hier den Weg hier oben, also quasi, dass wir sagen, meinetwegen, das Tor steht dann auf dieser Höhe oder so und dann quasi, ich habe eine Idee gehabt. Dass der erste Verteidigungsring quasi tiefer gelegen ist als der zweite. Das wäre jetzt mein Vorschlag. Ich habe gerade die Idee gehabt, dass wir das Tor halt eher so rechts bzw. links gelegen haben, dass wir halt hier so irgendwie durchgehen müssen, vielleicht ein bisschen breiter. Ich wollte gerade sagen, also zwei Felder kommen jetzt ein bisschen sehr klein vor. Hier dann so mal und dann den Rest einfach höher, dass das auf so einer höheren Ebene ist. Okay. Und dann dazu auf der Seite so langsam einen Weg nach oben führt. So ein Serpentinenweg? Oder einfach nur ein langsamer Weg. Ein Zeppetin-Weg. Was ist das? Das Baumkronweg. Das sind diese Dinger, die du immer siehst, wenn du meinetwegen japanischen Anime schaust. Baumkronweg. Wie nochmal?
Serpentine. S-E-R-P-E-N-T-I-N-E-N. Wie Schlange. Serpentine. Ist blöd gesagt ein Weg, der halt in Schlangenlinien irgendwo hochgeht, statt gerade. Nee, das meinte ich nicht. Ich meinte eher so, fuck. Also fuck meine ich auch manchmal. Stell dir vor, irgendwie, dass das hier so ein Berg irgendwie ist. Mhm. Und dass dann hier so in der Seite so reingeschlagen ist, so. Dass so nur so außen halt allerdings rauf geht, langsam. Okay. Dann. Also so gesehen, wer auf dem Weg komplett abgetrennt ist von dem, dass man gar keinen. Jo, abgesehen hat, beim Serpentinenweg halt. Beim Serpentinenweg kann man halt trotzdem noch geradeaus drüber einfach. Nein. Theoretisch. Nein. Also ein Serpentinenweg wäre meinetwegen auch, wenn du. Ich weiß schon, ja, aber. Also jetzt sieht Ikea hier einfach nur noch gruselig aus. Oder ich glaube, der erste Vergleich für das, was ich gerade meinte, kennst du den Spire und den Fortress? Nee. Ja. Also denken wir auch an das Gleiche. Warte. Das den war, Spire. Das war die. Wie heißt die Payload Race Map, oder? Gibt's auch Dings auf einer Capture Point Map. Das ist so ein Objekt. Dann nein. Such einfach mal auf Google Bilder nach dem Fortress 2 Spire. Ach, das Ding. So meinte ich das ungefähr. Ich hatte gerade an Tower gedacht. Hightower? Ja, kannst du machen, Hightower, genau. Ich verstehe, was du meinst. Ja, so ungefähr habe ich mir das gerade gedacht. Okay, dann würde ich aber tatsächlich vorschlagen, du bastelst mal hier das Terraforming, wie du es dir am besten haben möchtest. Fuck. Und ich schaue, ob ich währenddessen unten in einer meiner Kisten noch Erde habe. Ja. Ich brauche jetzt nur noch Holz. Der Rest ist ja eher so dein Job, der EK. Der Rest ist Geschichte. Der Rest ist Geschichte. Dasi? Ja? Kaum gehst du weg, spawnen da Zombies. Magic. Ich finde interessant, dass wir jetzt mittlerweile so viele Dorfbewohner haben, dass die sich jetzt hier gerade vor einer Tür reindrängeln zu versuchen. Versuchen, aber nicht reinkommen. Versuchen. An zwei Häusern. Die drängen sich die ganze Zeit weg. Ich habe zwei Stacks Erde noch gefunden. Okay. Ganze Kiste voll mit Erde. Stimmt, ich hätte noch einmal in Günther schauen sollen. Ja, bei Günther wirst du nicht so. Also da darfst du sowieso keine Erde rausnehmen bei Günther. Die Erde ist dazu da, damit Günther weiterlebt. Ich würde dann erstmal hier weiter die Grube ausfüllen, okay? Okay. Du sagst dann später, ob ich noch irgendwo anders was machen soll oder nicht machen soll. Kiss me before sunrise. Go, go, go. I'll be leaving it tonight. Lass es, das musst du endlich mal weitersehen. Was mir gerade einfällt,
wo ich ja mit Erde hantiere. Ich spiele ja aktuell auch nebenbei manchmal noch Dragon Quest Builders 2 und da ist das mit der Erde so richtig nervig gelöst. Ich weiß nicht, wie das in Dragon Quest Builders 1 war. Das hattest du ja, glaube ich, gespielt, das Lukas. Das ist nervig. Ja. Dass du so richtig viel da kriegst. Kann man immer noch in dem zweiten... Ja. Sag erstmal. Kann man immer noch in dem zweiten einfach unter der Hauptstadt, die man da hat, so einen Graben bauen? Also einmal drumrum und dann unten drunter? Habe ich noch nicht versucht. Ich habe um meine Hauptstadt einfach einen Graben gebaut und jedes Mal, wenn wir angegriffen werden, dann springen die alle in den Graben, können aber nichts tun und greifen dann unten drunter die ganze Zeit den Boden an, aber das tut der Stadt halt nichts und die Stadt ist die ganze Zeit safe. Merke ich mir. Ich meinte jetzt eher, wenn du Gras haben möchtest, das wächst halt nicht wie in Minecraft von einem Block auf den anderen, sondern... Du musst dir extra dafür Grassamen besorgen. Und die sind gar nicht mal so einfach zu bekommen. Und die nicht und dann kaufen? Baust du irgendwo was. Also zumindest zu dem Punkt, wo ich bin, kann man sie nicht kaufen. Dann musst du deine Stadt mal aufbessern. Ich muss noch immer die letzte Quest zu Ende machen. Ich weiß nicht, wie es in Dragon Quest Builders 1 war. In Dragon Quest Builders 2 hast du halt deine Hauptinsel und musst dann immer von irgendwelchen Quests auf irgendwelche anderen Inseln rüber. Ja, da musst du da auch. Ich bin jetzt gerade mit der dritten Insel durch. Also die geben dir dann immer mal solche Teleporter. Im ersten. Und die kannst du dann selber irgendwo hinstellen und dann kannst du dich direkt auf so eine entfernte Insel halt teleportieren, die du aber sehen kannst von dir aus. Also dahin bauen kannst du dich nicht. Teleporter habe ich noch nicht, welche, die ich selbst stellen kann. Und wenn du zu einzelnen Inseln möchtest, musst du mit dem Kapitän reden. Der fährt dich dann zu einer anderen Insel. Wir mussten uns dahin porten. Oh. Wir Einser-Spieler. Na, aktuell spiele ich erstmal für Chronicles 4 weiter durch. Ist ein lustiges Spiel. Hat ein paar Änderungen. Ja. Der erste Teil wird irgendwann so... Also, der erste Teil wechselt irgendwann so von super Anime, alles ist happy, zu plötzlich auf einmal richtig ernst. Mhm. Ich hab da was falsch kalkuliert. Nee, aber was ich mich bei Chronicles 2 ein bisschen irritiert, aus irgendeinem Grund kann man nicht mehr die Ketten von Panzern zerstören. Ich weiß nicht, warum sie das Feature entfernt haben. Damit das schwieriger wird. Damit die im fünften Teil dann sagen können, seht euch dieses neue Feature an, man kann das Ketten von Panzern zerstören. Also ich weiß nicht, vielleicht war es auch schon in 2 und 3 entfernt, aber die habe ich halt nie gespielt. Was mich ein bisschen stört... Oder nee, was ich sehr toll finde bei Chronicles 4, du hast jetzt, hast jetzt eine neue Klasse, die Grenadiere, die mit Mörsern ausgestattet sind. Und es gab auch schon in Chronicles 1 Mörser, aber die waren richtig scheiße. Und jetzt sind die einfach super OP. In Chronicles 1 waren Mörser einfach extra Waffen, die du deinen Antipanzereinheiten geben konntest, damit die quasi gegen Personen kämpfen konnten. Und die hatten eine lächerliche Reichweite und haben in der Regel noch nicht mal so viel Schaden gemacht, dass es sich gelohnt hat, die zu benutzen. Und jetzt hast du quasi Einheiten, die, wie man es von Mörsern gewöhnt wäre, über die komplette Map hinweg angreifen können, über Hindernisse hinweg schießen können und einfach generell fast alles one-hitten. Also jetzt sind Mörser halt wirklich richtige Artillerie, die du benutzen kannst. Richtige Artillerie ist erst, wenn man Musik damit machen kann. Frag mal Tschaikowski, der kennt sich damit aus. Ist das nicht Kavallerie? Nein. Kanonen sind Artillerie. Ist das nicht Musik? Ja. Ist das nicht Kacke?
Was ist deine Meinung zu Kakao? Meine Meinung zu was? Zum Kakao. Zu der Tex Avery Show, zu dem Opening davon. Dem Lied vom Kakao. Die Tex Avery Show, das Opening davon. Ich weiß, du hast es auch. Was habe ich auch? Du hast das. Das Opening von der Tex Avery Show. Avery. Was ist eine Tex Avery Show? Typ, der Looney Tunes gemacht hat. Das mit diesem komischen Cowboy da. Tex Avery war der Typ, der Looney Tunes. Der sich auf den Lippen mit dem einen Finger macht. Okay. Roadrunner. Ah. Hier möchtest du die Mauer langlaufen lassen, richtig? Moment, warte mal kurz. Weil dann würde ich einfach mal das Ende von der Mauer mit dem Ende von der Mauer da hinten schon mal verbinden. Ich würde es vielleicht da hinten noch ein bisschen weiter nach links verschieben, mal schauen. Gut, Creeper. Das war es dir also wert. Klar! Hä? Scheiß Cheater-Creeper! Hat sich gegammt. Bei dem sind gerade einfach zwei Pfeile durch den durchgeflogen. Das hat er nicht interessiert. Ist gedodged. Okay. Meinung zum Mauerverlauf, okay? Oder sollte ich hier diesen komischen Knicks herausnehmen? Meinung zum Mauerfall. Komischer Knicks. Quasi soll ich von hier einfach gerade da lang laufen lassen. Das passt schon so. Jetzt. Ich dachte, so hat man hier noch ein bisschen mehr Variation. Vario-Zone. Die Vario-Zone. Vario-Emotion. Wahre Emotionen. Jetzt doch in irgendeinem Supermarkt. Genau. Ach, das wäre schön, dann hätte ich wieder was. Dann mache ich jetzt einfach mal die Mauer auf drei Felder breit. Ja. Dann können wir das schon mal sehen. Oh, hinter Ikea ist mal wieder ein Wald gewachsen. Mal wieder. Das heißt mal wieder. Da war keiner. Vermutlich, dass es schon mal irgendwann passiert ist. Also ich habe Peter jetzt nicht als... Peter, genau. Ich meine, die auch nicht. Aber ich gehe jetzt nicht unbedingt als Naturschutz in Erinnerung. Aber die machen doch jedes Jahr ihre komische Schmeiß jetzt deinen Weihnachtsbaum weg Aktion. Ist das keine Naturschutzaktion? Möglichst aus dem Fenster werfen. Ja. Auf Leute. Gab es da nicht irgendwie voll die Kritik dran? Und irgendwas mit wegwerfen von dem Weihnachtsbaum? Keine Ahnung. Irgendwas war da total scheiße für die Umwelt. Der Schmuck ist noch dran gehangen. Lasi. Vielleicht, ich brauch deine Hilfe. Vielleicht war es auch einfach nur, dass das halt so war, dass man diese ganzen Bäume, die man da hat, halt einfach nur kauft, um sie wegzuwerfen. Ich komme zur Hilfe. An der Innenseite nur die Wand oder auch an der Außenseite? Weil an der Außenseite braucht man sie eigentlich nicht. Wo willst du jetzt die Außenseite? Ja, das ist die Außenseite, wo ich gerade draufstehe. Ich meine, geht es darum, dass das Innere beschützt wird. Achso, das hier wird das Tor, meinst du? Das hier wird das Bayer, ja. So langsam halt. Ja, meine Frage. Was genau wird das hier, wenn ich fragen darf, worauf ich gerade stehe? Teil der Mauer. Okay, ich hätte jetzt die Mauer hier außen rumlaufen lassen. Und dann quasi den Spire schon innerhalb der Mauer.
Ja, hier will ich das ja, wie gesagt, noch ein bisschen erhöhen. Dass man halt auch einen Grund hat, da einen Spire hinzumachen. Hast du dir eigentlich schon mal Gedanken drüber gemacht, einen Grund zu geben, da überhaupt erst hinzugehen? Wir hängen ein Schild auf, wo steht Free Witches. Ja gut, dann. Wieso nicht freie Hexenverbrennung? Free Sandwiches. Lassi, wie viele Level hast du? 11. Okay. Was sagst du? Das halt hier. Ja. Ich hätte, ganz ehrlich, wenn du hier vorne das Tor machen würdest, würde ich die Innenseite nicht weiter befestigen. Wenn du hier den Spire machen möchtest und die Innenseite befestigst, würde ich das Eingangstor erst hier hinten machen. Ich will halt da zwei Tore machen. Okay, das heißt, wir haben insgesamt dann drei Tore. Ja. Dann mach, wie du möchtest. Teil dort. Ich meine, im Zweifelsfall können wir dann auch einfach die Mauer da hinten ein Feld kleiner machen. Ich hätte halt es so gedacht, dass wir die Mauer erstmal ganz außen rumlaufen lassen und hier innerhalb des Spires quasi meinetwegen nur eine kleine Mauer haben, die halt hier hochgeht, damit die Erde nicht runterrutscht. Ich lasse mich da halt gerade von Burg Hoch Osterwitt inspirieren. Haha, funny joke. Soll ich dir ein Bild schicken? Ich schaue gerade schon auf Google Bilder. Burg Hoch Osterwitt. Ja. Weil der Turm, der da bei der Dings auf dem Weg ist, ist halt ein Tor. Da musst du selbst überlegen, wie du das machst. Ich würde es vermutlich einfach deutlich einfacher machen, aber ich bin auch nicht derjenige, der hier darauf ausgelegt ist, dass es komplett akkurat aussieht. Ich glaube, die äußere Wand lasse ich einfach sein. Okay. Die komplett äußere. Ich meine, ich werde das schon so bauen, dass das befestigt aus den Nischels wird, da gleich ein Erdrutsch sein, aber. Okay. Eigentlich hätten wir uns für die Burg ein richtiges Bergbiom suchen sollen. Es ist eins in der Nähe. Ich meine, das können wir immer noch. Ja, das stimmt. Außerdem, was hält uns bei einer Burg auf? Baubegrenzung. Wir sind wir jetzt neuerdings Crusaders oder was? Ja. Ich habe gerade sehr lange nach dem deutschen Wort für Crusader gesucht. Templer. Ganz ach, genau. Ach, die Templer. Kreuzritter. Jetzt brauche ich nur noch richtig viel Holz für die ganzen Truhen, die ich da jetzt reinsetzen werde. Stardust. Na, Stardust. Darüber habe ich gerade amüsiert. Da musst du jetzt noch mit den Fingern schnipsen und so ein bisschen rumtanzen. Ich sehe dich, Lukas. Wie meinst du? Hallo, noch ein Schweizer, wie geht's dir denn? Ich brauche Erde. Nur kurz aus Interesse, du bist dir sicher mit der inneren Mauer, dass sie hier lang verlaufen soll? Weil dann würde ich dir auch einfach schon mal drei Felder breit machen. Würde ich schon sagen, ja. Okay, dann würde ich aber die, glaube ich, drei Felder in
diese Richtung breit machen, damit wir da noch genug Platz für ein Burgfeld haben. Ja, ja. Ich hol kurz Erde. Ja. Ich habe gerade ein bisschen Erde hier abgeliefert. Ich hol mir Erde. Ich glaube, jetzt gehe ich mal rüber zu meiner fliegenden Insel wieder. Laputa. Und ich hole erstmal eben noch unten Karotten. Ja, das sind viele Karottensteaks. Wie viele sind's? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das Reiche passt aber hier auf meinen Koffer. Jetzt will der von mir nichts mehr. Der mag dich nicht mehr, oder wie? Der hat nicht mehr genommen. Jetzt nimmt er wieder mehr. Arschloch. Nachdem ich dem die Hälfte von meinen Karotten gegeben habe. Da weitaus mehr sogar. Fällt mir ein, Keith Sniper muss ich auch immer noch schauen. Stimmt, ich auch. Die Sniper. Hat einer von euch eigentlich hier schon den neuen Triggerfilm sich angesehen? Promare? Genau. Oder Promare? Nee. Genau. Läuft der überhaupt schon irgendwo? Japan. Ich habe ja noch nicht mal Dingens geguckt, wie das heißt. Redman? Nee, diesen anderen Film da, wo Kizuna AI das Ending singt. Davon höre ich zum allerersten Mal. Ja, ich auch. Den habe ich schon voll lange auf meiner Plan-to-Watch-Liste. Ich meine, ich habe auch voll lange Filme auf meiner Plan-to-Watch-List. Ja, aber ich finde den nirgendwo bis jetzt. Kiss-Anime? Gucken kann. Nee. Ja, es ist, auf Kiss-Anime sind die Sachen meistens erst, wenn sie einen offiziellen Blu-ray-Release haben. Oder halt bei Filmen irgendwelche Mitschnitte aus dem Kino. Und selbst das habe ich ja noch nicht mal gefunden. Ich warte immer noch auf irgendeine Möglichkeit, den Yo-Yo Senki-Film zu schauen. Yo-Yo. Yo-Yo. Jojo. Jojo Senki wäre auch ein Anime, den ich mir ansehen würde. Also, was würde der Typ dann dort wiedergeboren werden? Yo? Bio Dio! Das ist der nächste Isekai-Anime, den wir rausbringen müssen. That time I was reincarnated as Dio Brando. Wie ein Fels in der Brandung. Ich wollte gerade was von wegen sagen, dass es irgendwie kein Isekai-Anime gibt, bei dem der geisekalte Typ halt schon irgendwas ist in der Welt, wo er halt reinkommt. Aber dann ist mir eingefallen, dass es Nobunaga Concerto gibt. Concerto, Concerto. Ja? Schmeiß mal her. Also alles, was du gerade nicht brauchst. Danke. Okay, du hast dir wirklich genug genommen. Ich habe mein komplettes Inventar damit dann gefüllt. Ja, ich auch. Und dann habe ich das Größte bei mir unten in die Kiste getan, was ich da auch brauche. So.
kann ich jetzt, glaube ich, rübergehen. Ich versuche noch eben ein einzelnes Buch zu verzaubern und zu gucken, ob ich da endlich mal was Gutes rausbekomme. Da kann ich aber, glaube ich, eh besser angeln, anstatt sowas zu tun. Ich kann mir Sog 3 holen. Was gibt mir Sog? Keine Ahnung. Was kann das? Ja. Glaubt nichts, was Wise men say only fools rush in. But I can't help falling in love with you. Jo. Ich guck mal eben, was Sog macht, ne? Ja. Oder was? Shall I stay? Minecraft Zocki Mustaches? Gut. Would it be? Now you know. Sin, if I can't help das ist Riptide. Falling in love. Wieso wird das mit Sog übersetzt? Ich meine, ich glaube, Riptide ist tatsächlich, Sog ist tatsächlich die wörtliche Übersetzung für Riptide. Also im Percy Jackson wurde es mit Springflut übersetzt. Das hört sich doch noch schlimmer an. Tote Insel, Springflut oder tote Insel, so. Also Sog ist, wenn du mit einem Dreizack, wenn du den wirfst unter Wasser, ja, dann wirst du von dem mitgezogen. Jo. Ich glaube sogar, wenn du den über Wasser wirfst, oder? Wenn es regnet. Ah. Weil dann bist du ja auch unter Wasser. Bis zu 29 Blöcke. Das ist eigentlich gut zum schnell rumbewegen, oder nicht? Ich denke, das ist die Idee dahinter. Ja, wenn es regnet oder man unter Wasser ist. Und dann noch Treue. Aber geht nicht mit Sog. Ja, ich glaube, mit Sog erwirft man den gar nicht mehr. Naja, du wirfst den ja schon. Aber mit Treue würdest du ja machen, dass der zurückkommt zu dir. Also würde das keinen Sinn machen. Dings. Dass man den halt wirklich nicht wirft, sondern dass man da halt wirklich den in der Hand hält, während man mitgezogen wird. Die Verzauberung Sog lässt den Spieler beim Werfen des Dreizacks unter Wasser oder bei Niederschlag mit einer Sog-Animation in die Richtung des Dreizacks fliegen. Also in die Richtung des Dreizacks, er muss dann ja schon irgendwo liegen, oder nicht? Nee, das ist eigentlich instant, sobald man da loslässt. Dann hat er ja keine Richtung. Du wirfst den gar nicht, du vergisst ihn loszulassen. Ja, das ist das vom Prinzip her eigentlich, ja. Das ist dann Charge. Du chargst dann. Ja. So, ich sehe euch dann in einer anderen Welt wieder. Nee, warte, ich muss mir noch ein bisschen mehr Erde mitnehmen. Ich nehme mir jetzt alle Erde aus der Kiste raus, ne? Tu das. Okay. Lasi. Ja. Findest du auch, dass der englische Name von Percys Schwert viel besser ist als der deutsche? Ich Penis? Bin halt eher an den Deutschen gewöhnt, deswegen. Ja, im Englischen sind Deutschen englische nicht Name. Schlecht. Der englische, Springflut. Englische ja. Name Penis. Ja, im Englischen ist halt Riptide und das hört sich tausendmal mehr badass an. Dead Island Riptide. Also ich finde jetzt Springflut nicht schlecht. Trotzdem hört sich Riptide besser an, finde ich. Was hältst du denn von Plötze? Auf die Plötze fertig los. Gut. Der wird doch bestimmt noch nie von irgendwem gemacht. Ganz definitiv bestimmt. Definitiv nicht. In all den, keine Ahnung wie vielen. Wann kommt das erste Witcher-Buch? 1900, was weiß ich.
1993, sagt mir Google gerade zumindest. Ich komme. Schauen wir mal kurz. 1992? War der eigentlich mal hier im Never bei uns? 1990 erschien tatsächlich das die erste Kurzgeschichte in der gleichen Welt. Aber da war es quasi noch nicht all. Also er hat später dann die eigentliche. Also das einzige, erste richtige Buch in der Welt ist im Deutschen Das Schwert der Vorsehung und es ist 1992 im. Nee, Moment. Der erste Teil ist kein gutes Spiel. Ja. Die deutschen Übersetzungen der Geralt-Bücher stammen von Erik Simmel und wurden von DTV rausgenommen. Der dritte Teil ist overrated. Zudem der Erzählungsband Pizmin als erstes Buch über Geralt. Pizmin, was? Enthaltenen Erzählung findet man auch in Der letzte Wunsch bzw. Etwas endet. Im April 2018 kündigte Sapkowski erstmals einen neuen Roman zur Sage an. Dabei soll es sich nicht um eine Fortsetzung der Pentalogie handeln, sondern wie bei Zeit des Sturms um einen einzelnen Roman. Weißt du, overrated, das kann man einfach sagen, weil das meiste halt einfach heutzutage nur noch hochgehypt wird. Nicht das meiste. Andrzej Sapkowski distanzierte sich bislang sowohl von den Verfilmungen als auch von den Videospielumsetzungen seiner Romanverlage. Sapkowski äußerte sich mehrmals abfällig über Videospiele. Zwar gab er an, CD Projekt Red für ihre Arbeit und die Qualität der Spiele zu respektieren, dem Medium spricht er allerdings jegliche kulturelle Bedeutung und erzählerische Relevanz ab. Der kennt sich aus. Nicht. Sapkowski äußerte zudem sein Ärgernis darüber, die Lizenzrechte auf einen Schlag verkauft zu haben. Und dass er eine prozentuale Gewinnbeteiligung ablehnte, auch da er nicht an den Erfolg der Videospiele glaubte. Spiele ärgert ihn zudem insofern, dass nun der Eindruck entstehen könnte, er hätte nur Romane zu den Spielen geschrieben. Wobei er CD Projekt Red dafür kritisiert, dass diese nicht oft und deutlich genug herausstellen würden, dass ihre Spiele auf seinen Büchern basieren. Also ich muss sagen, wie hieß der nochmal? Geralt. Die von CD Projekt Red weit verbreitete Annahme, dass die Spiele meine Bekanntheit außerhalb Polens erhöht haben, ist komplett falsch. Ich habe die Spiele bekannt gemacht. Alle Übersetzungen im Westen, einschließlich der englischsprachigen Version, wurden vor dem ersten Spiel veröffentlicht. Dies ist jedoch nicht korrekt. So erschien das erste The Witcher-Spiel 2007, die erste englischsprachige Übersetzung seiner Bücher dagegen erst nach dieser Veröffentlichung. Also ich will jetzt nicht irgendwie dem Typen aussprechen, dass CD Projekt Red jetzt nicht in allen Kreisen bekannter sind als seine Buchvorlagen. Aber er muss schon zugeben, dass die jetzt vermutlich nicht unbeteiligt daran sind. Ja. Also da muss ich sagen, Dimitri Glukowski geht das sehr viel besser damit dumm. War das der Metro? Ja. Der Metro-Opa. Der Metro. Weil der hatte sogar Metro, ich glaube 2036 auf Metro Last Light basiert. Letztendlich, weil der den Plot davon geschrieben hat. Der arbeitet halt wirklich mit den Developern komplett zusammen. Kann man ja auch mal machen, ne? Gerade wenn du mehrere Schreiber da hast in deinem Universum, das macht's dir eventuell sogar manchmal einfacher. Ich bin ja gerade auch dran mit einem anderen Kumpel da gerade, den ich getroffen hab. Da schreiben wir eine Geschichte zusammen. Sag das mal George Lucas, dass nur weil du mehrere Autoren im gleichen Universum hast, ist dann, dass man da dann nicht direkt alles andere als ankennt. Wobei, das war, glaube ich, eher Disney, die das gemacht haben. Also der hat das alles angenommen, das kannst du mir glauben. Ja. Der hat ja sogar
extra dafür diese ganzen Spiele wie Star Wars The Force Unleashed und so. Ja. Nur damit das Expanded Universe da immer weiter getrieben wird. Ach, Fakt ist nicht. Ja. Ja, das hätten die ruhig da lassen können, auch wenn es ein bisschen komisch wäre, wenn man da jemanden wie Starkiller halt hat, der einfach mal einen ganzen Sternzerstörer vom Himmel holen kann. Ja, ich glaube, das hat Lukas, hat Luke auch schon in einigen Comics gemacht. So, da wäre ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Ich muss nur ganz kurz weg. Okay. Vor allem, weil Luke ja auch nicht mal so ein starker Jedi war. Der war halt eigentlich relativ normal für das, was er ist. Soll jetzt ja auch nicht schlecht sein. Außer halt, dass er in einem erwachseneren Alter trainiert wurde und damit halt anfälliger ist für die dunkle Seite. So, langsam fühle ich mich hier auf der fliegenden Insel schon mal ein bisschen sicherer. Das höre ich doch gerne. Hier fällt man nämlich nicht mehr so easy einfach runter. Ich habe hier sogar ein Haus. Ohne Bett. Ich glaube, ich lasse da eventuell sogar diesen Cobblestone-Weg, einfach damit es dann einfacher ist, zu wissen, in welche Richtung man gehen muss für das Portal. Hast du denn mittlerweile mal irgendwo Schildkröten gesehen? Nein. Ich habe nicht eine gefunden bisher. Die könnten wir halt mal gebrauchen für unter Wasser atmen. Ich kann dir einen Wasseratmungstrank herstellen. Ich habe hier halt einen Tempel direkt unter dem unter der fliegenden Insel. Nice. Also einen Wasseratmungstrank machst du mit einem Kugelfisch. Und davon habe ich ja richtig viele. Ich bin wieder hier. Okay. Weil ich hier bin. Oder ein Otter einfach wieder anfangen, ohne als wär nichts gewesen. Ein Otter, der das auch viel besser gemacht hat als fucking Witcher-Typ, von dem man ja nicht mal den Namen kennt. Du hast gar gelesen und weißt du nicht mehr, also. Ich meine, ich will mich jetzt nicht über den Typen lustig machen. Er hat schon recht, dass er sich die Geschichten ursprünglich ausgedacht hat. Ja, aber du brauchst dich da trotzdem nichts einbilden. Auf jeden Fall, der Typ, der I Have No Mouth But I Must Scream geschrieben hat. Der mag zwar, wie man vielleicht anhand der Geschichte schon sehen kann, alles, was so mit PC und so zu tun hat, überhaupt nicht, aber hat trotzdem beim Spiel, was ja sogar als Canon zählt, mitgeschrieben und sogar neue Endings gemacht und sogar den Antagonisten eingesprochen. Ich wusste gar nicht, dass es davon ein Spiel gibt. Ich kenne nur das Spiel.
Das Spiel ist die ultimative Version, weil das hat halt alternative Enden, die halt auch Canon sind. Okay, ich kenne da nur das Buch. Also ich habe auch das Buch tatsächlich nicht gelesen, muss ich gestehen, aber davon habe ich zumindest gehört. Ich wusste nicht, dass es davon ein Spiel gibt. Ist ein Adventure-Game. Okay. Boah, jetzt könnte man hier gerade gut Bloody Stream einspielen bei dem, was ich hier sehe. Einfach nur den Nachthimmel und ich springe in eine Richtung. Wieso ist das erste, was du in den Kopf gekommen ist, als du Bloody Stream gesagt hast? Knapp daneben. ich habe keine Cobblestone-Blöcke mehr. Ja, ich habe auch noch ein Stück. Okay. Ja, rat mal, wo ganz viele gerade sind. Nicht nur unten bei Günthers Paradise. Tatsächlich. Und da könntet ihr mal gucken. In Edeka. In Ikea. Könnt ihr mal vorbeisehen. Okay. Ich habe jetzt übrigens hier die Mauer darum mal bis dahin. Also quasi. Jetzt bis hierhin gezogen, kannst ja mal sagen, ob du es noch ein bisschen lieber hier rüber hättest oder. Warum hat er sich gelöscht? Will die ausgehen können. Ah. Also quasi meine Idee wäre, dass ich jetzt hier bisschen, so. Ein bisschen weiter nach rechts sogar, weil da muss man ja durchgehen können. Okay, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ach ja, stimmt, hier soll das Tor hin. Dann lass ich es erstmal da hinten, da können wir dann später also, entscheiden. Passt schon so. Ansonsten muss ich es dann jetzt halt gleich, wenn ich mehr Steine habe, noch 3 Felder breit bauen. Was ich noch wegen Dimitri Gukowski und Metro sagen wollte. Der hat ja auch gemeint, mehr oder weniger, dass andere Autoren auch in dem Universum von dem schreiben dürfen, wenn sie wollen. Okay. Also gibt es, glaube ich, eine italienische, also ein Metro, das in Italien gesetzt gibt. Das Setting ist Italien, U-Bahn. Es ist in Italien gesettet. Es gibt eine U-Bahn in Italien. Ich glaube, es gibt in den meisten Ländern U-Bahn. Ja. London macht doch mehr Sinn. Ja, die Sache ist ja, glaube ich, speziell bei der russischen U-Bahn, dass sie halt auch als Atomschutzbunker gedacht ist. Ich weiß nicht, in wie vielen Ländern das auch ist. Okay, ich gehe mal kurz die Bücher durch. Oder die Orte, wo die sind. Es gibt Russland. Russland? Russland? Schmeiß Russland, die Leder an die Russland, Wand. Russland, Russland, Russland. Das ist Russland, Ukraine. Oh. Das ist zukünftiges Russland. Russland, ja. Russland. 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 ja, Russland, Russland, Russland. Britannien. Die Philippinen. Also das in Britannien ist, spielt in Glasgow, Scotland, England, Carlisle, York, Conisbrough, Doncaster, Sheffield, Chesterfield, Leicester und London. Nochmal England und Afrika und Antarktis. In einem Buch, the fuck. Antarktis. Ja. Und Dänemark auch im gleichen Buch. Dänemark. Russland. Italien. Russland. Was ist das, Jojo? Belarus. Russland. Russland. Was ist das? Ach, das kann weg.
Russland. Also sehr viel Russland. Vier Bücher Polen haben wir dazu. Also allein die Bücher, die nicht vom normalen Autor sind, Moment. Das liest sich doch kein Mensch alles durch. N40, wenn ich mich nicht verzählt habe. Wo wir gerade über den Witcher geredet haben, kennt man in Österreich eigentlich hier den Wichser oder ist es eher so eine rein deutsche Komödie? Den kennt man, aber ich habe den nie gesehen. Ich erzähle dem immer was über den Wichser und dann sagt der immer ja. Zum Beispiel über die Möpse, die aufgeblasen werden durch den Arsch. Kannst du dich an die noch erinnern? Nee. Ich habe mich gerade wieder dran erinnert und jetzt versuche ich sie wieder zu vergessen. Ich fand's super. Wie kommt man auf so eine Scheiße? Wie kommt man da nicht Keine drauf? Ahnung. Das muss bei einem Menschen kaputt sein. Gar nicht. Frag Bastian Pastewka. Hat der das allein gemacht? Ich glaube, der war derjenige, der da zumindest von dem die Idee kam. War das nicht Kalkofe? Ich weiß es gerade nicht. Karl Keucher? Ich meine, die sind da beide so ziemlich als Lied drin. Ich verbinde gerade nur Pastewka damit, also keine Ahnung. Karl Keucher. Der ist der vage Übeltätel davon. Übeltätel. Apropos Telltale, mitbekommen, dass da jetzt irgendwer wohl Firma gekauft hat und quasi jetzt versucht, die Marke... Wir haben den Namen gekauft. Und gesagt, mir ist bewusst, dass da jetzt nicht mehr die ehemaligen Telltale-Mitarbeiter dabei sind. Und der will das einfach nur wieder aufleben lassen, aber das macht halt einfach gar keinen Sinn, weil er keine Ahnung hat, wie das gehen soll. Eigentlich. Und einfach nur ein Name macht eine Firma ja nicht aus. Ich kenne genug Firmen, die genau das sich denken, dass einfach nur ein Name alles ausmacht. Apple. Die haben aber auch was. Aber wenn du dir einfach nur den Namen von Apple nehmen würdest, dann wärst du immer noch nicht Apple. Aber man wird trotzdem bessere Produkte rausbringen. Man wird wahrscheinlich von dem Namen profitieren, weil man dann das damit verbindet, was mit Apple verbunden wird. Aber das wäre es dann auch schon. Ich frage mich, wie viele von den nicht selbst geschriebenen Metro-Novels der Dimitri gelesen hat. Keine Ahnung. Gar keinen. Also ich würde schon, dass er da ein paar gelesen hat. Fünf. Was meinst du, also wie viele Betten das sind? 10. Kaum ist er in einem Ikea, denkt er sich, er kann Betten zählen. Muss ich das verstehen? Hast du die Folge nicht gesehen? Von was? SpongeBob. Ach so, das! Worum ging es in der Folge nochmal?
Sie mussten eine Matratze für Mr. Krabs kaufen, weil Mr. Krabs irgendwie im Krankenhaus war. Ach, das ist nur Geld in der Matratze hatte. Genau. So, ich habe jetzt, glaube ich, den Grundriss der Mauer bald fertig. Ich habe gleich den Speer. Okay. Ich habe hier oben Gras. Ich habe einen Stack voll Dreck. Ich habe einen Stack voll Dreck. Ich habe mehrere Stacks. Guck mal, was da drin ist. Ich habe Fluch der Karibik noch nie gesehen. Ich mehrfach. Weil wir aus irgendeinem Grund immer DVDs mehrfach gucken, wenn wir die erhalten. Weißt du, welches der Disney-Film ist, den ich gesehen habe? Der eine Disney-Film? Ja, ich habe einen Disney-Film gesehen. Disneys mehr große nicht. Pause. Zählst du da jetzt Filme von Studios, die mittlerweile zu Disney gehören, zu? Nee, also Pixar würde ich nicht als Disney-Film zählen, bevor sie von Disney gekauft wurden. Okay, aber das bedeutet umgekehrt, meinetwegen, sowas wie Star Wars Episode, was weiß ich nicht was, was nach dem Kauf von Disney kam, würdest du als Disney-Film sehen? Ja. Das hast du eh nicht geguckt. Gib mir einen Tipp. Handelt es sich um eine Realverfilmung oder einen Animationsfilm? Real. High School Musical. Ich habe keine Ahnung. Versuch doch wenigstens zu raten. Goofy Movie. Nur weil der Paul dann drin ist, heißt das nicht, dass ich den gesehen habe. Um zu wissen, dass der da drin ist. Ich weiß nicht mal, wieso ich den kenne. Ich kenne nicht mal. Muss ja bei dem Tor noch die Wände ein bisschen tiefer ziehen. Man sieht von außen, wo die aufhören. Hä? Wo bist du? Ach, da. Hier. Genau. Entweder musst du hier noch ein bisschen Dreck versetzen oder die Wände weiter runterziehen. Ich weiß gar nicht, was dir lieber ist. Da ist ein bisschen da halt jetzt. Ja. Da würde ich auch eher, was halt besser aussieht. Okay. Weil sie es sich wert sind. Talia. Reise nach Genitalien. So, wie du hier oben das Tor bauen möchtest, das musst du für selbst entscheiden. Da will ich nicht zwischenfunken. Wo bist du da? Da fällt mir ein, ich habe gerade eine coole Idee gehabt. Okay. Hast du Eichenholz? Nein, aber ich kann bestimmt welches besorgen. Okay, dann hol kurz welches. Oder hast du Eichenholz-Falltüren? Das ist ein bisschen sehr spezifisch. Nein. Aber ich sehe da vorne Eichen. Also, wenn du mir 2 Minuten Zeit gibst, habe ich Eichenholzfalltüren. Ja. Dann können wir die Mordlöcher in den Gatehouses machen. Mhm. Gatehouses. Gatehouse. Steakhouse. Also deine Meinung zu Mordlöchern? Lecker. Was? Ja, damit hast du jetzt nicht gerechnet. Asi? Ja? Ich würde irgendwie auch verstehen, wenn das ein Stern oder ein Objekt oder so wäre, aber das ist halt das Fehlen von einem Stern. Ja. Ich mache gerade eine Diät. Ich darf nur Löcher essen. Also Käse? Ja, aber nur die Löcher vom Käse. Den Rest muss ich rausschneiden. So entsteht so ein Käse, der gar keine Löcher hat. Ja, das, was rausgeschnitten wurde, ist halt nicht jugendfrei. Nicht benutzerfreundlich.
kann man nicht monetarisieren. Ja, aber so macht man dann halt aus dem Löcherkäse den Käse ohne Löcher. So macht man auch aus Donuts Quarkbällchen tatsächlich. Das wissen viele gar nicht. Wer macht sowas? Ja. Wer denkt sich so, ja, der Donut, der schmeckt ja so schon nicht alleine. Kein Mensch denkt sich sowas, oder? Doch. Der Typ, der das gemacht hat. Das Schlimme ist, jetzt habe ich tatsächlich Hunger. Ich mache mir nach der Folge definitiv was zum Abendbrot. Ich habe hier immer noch mein Essen stehen. Ja, dann isst du fett, so. Du bist doch dicker als ich. Hä? Wie soll ich dicker als du sein? Ich bin größer als du. Weil ich mehr Muskeln habe als du. Hä? Ja, dich, dass ich... Wieso solltest du nicht dicker als ich sein, nur weil du größer bist? Weil das bei mir in die Höhe wächst und nicht in die Breite. War ja nicht so richtig. Selbst dann bist du ja dann doch dicker, wenn das bei dir in die Höhe wächst. Ja, ich bin richtig dick. Ich habe nur irgendwie 63 Kilo. Bei 1,80 an Höhe. Du solltest mal mit der Lochdiät aufhören. Ich versuche zuzunehmen, das geht mit meiner Krankheit schlecht. Na gut. Da hast du eine Ausrede, die ich akzeptiere. Ich versuche normal zu halten und ich hab normal. Lass dich, wie viel Eichenholz holst du? Genug. Das blöd ist, ich komme nicht in die Burg wieder rein. Okay, jetzt bin ich wieder drin. Hi. Wie viel brauchst du? 6. Mehr nicht? Bretter. Ich brauche die Türen. 6 Bretter. 6 Pistols. Bretter. Machst du dir selber? David Bretter? Aber jetzt wirklich, was sagst du dazu? Oder? Okay, Lasse, jetzt brauche ich wirklich deine Meinung. Warum jetzt wirklich? Obwohl, nee, ich brauche sie doch nicht. Okay. Ich brauche trotzdem deine Meinung. Also jetzt kannst du tatsächlich mal zeigen, woraus du geschnitzt bist. Ich finde es so schön. Ja, okay, sieht relativ medieval aus, wenn man so in diese Richtung guckt. Geben sich um. Ich meine, von hier aus sieht man da nur einen roten Strich. Das meinte ich nicht mal. Ach so, den Ikea. Ja. Ich kann ein bisschen weiter rechts. Ja, ein Bauernhaus, dein Haus, eine Mühle, ein kleiner Turm, eine Burgbaustelle. Penis. Geht ein bisschen weiter links. Ikea mit Lasershow. Und ein Dorf, das voll mit Leuten ist, die nicht mehr rauskommen. Ich sehe da unten im Meer den Mond aufsteigen gerade. Okay, Lasi, aber jetzt kommen wir zum Gate. Hacking. To the Gate. Bin da. Was sagst du dazu? Komm runter. Wenn wir hier so ein bisschen die Illusion eines Mordloches geben. Das klingt gut. Illusion. Und wo kommt das Plumpsklo? Was ist deine Meinung zum Mordlöchern? Kannst du einbauen? Gib mir. Was ist deine Meinung zum Fallgatter? Ja, ich wollte gerade sagen, gib mir die.
Was ist deine Meinung zur schwarzen Pest? Irgendwie ist das, glaube ich, eins zu flach geworden. Irgendwie wollte ich dann noch so einen so stehen haben. Gute Meinung. Jetzt zurück zum Wetterbericht. Zur schwarzen Pest, ja, es war nützlich. Glaubst du, das passt so? Oder wirst. Ne, Holzgatter. Okay. Ich vermute, eine Zugbrücke sparen wir uns, oder? Ja. Wieso baut ihr nicht auch ein Wasserschloss ohne Wasser? Wie die Teile. Aber dann müssten wir den kompletten Fluss wegbauen. Boah, ich habe gerade eine richtig bescheuerte Idee für einen Geheimgang. Hä? Du hast nichts dagegen, wenn ich irgendwo bei der Wand mir einen Geheimgang baue, oder? Kommt drauf an, wo? Du sagst mir, wo ich es darf, und ich baue den dann und dann. Nee, lass es. Sag mir, wo du den willst. Das ist mir scheißegal. Ich wollte einfach nur einen TNT-Block in der Mitte der Wand platzieren, den man mit einem Knopf anmacht und es dann als Geheimgang verkaufen. Möltergeil. Was ist Riesen denn? Voll Möltergeil auf einer Burg. Ich dachte gerade, bei meinem automatischen Ofen sind die Steine ausgegangen, aber nein, die Kohle ist ausgegangen. Ja, mit meinem automatischen Ofen wird da immer wieder neu hinzugesetzt. Das hältst du mir zu. Kann man aus Holzkohle Kohleblöcke machen? Nicht, dass ich wüsste, nee. Kann man nicht. Ich meine, Lasi, wie würdest du das zurückcraften? Zu normaler Kohle, oder wie? Guess. Ist da noch richtig viel Bambus bei dir in der Nähe? Irgendwo vielleicht? Nee. Gibt es irgendwas, was ich machen kann? Ich komme gerade so ein bisschen nutzlos vor. Du kannst generell halt helfen, die Mauern zu bauen. Okay. Könntest das Zeug für Ikea sammeln, damit man wieder blaues Dingens dort oben mehr hinbringen kann. Ich habe keine Cobblestones mehr. Moment hier. Ich habe gleich alle Erdenblöcke hier verbaut, die ich habe. Hat mich immer noch nicht sonderlich weitergebracht. Es wirkt immer so viel, aber das gibt einfach so ganz und gar nichts. Ja. Ist wie das Leben. Nee, das wirkt nicht gerade wie viel, das wirkt eher wie wenig. Das ist, wenn man es schon realisiert hat. Wenn man das nicht realisiert, muss man schon irgendwie nichts merken. Meistens nennt man die Leute, die es realisiert hat, depressiv. Nee, realistisch. Ja, interessanterweise sind Realisten oft depressiv. Nee, ich nicht. Oder zumindest öfter. Oft. Das soll die Höhe, auf der die Mauer sein soll, nehme ich an. Moment. Das sieht man von außen besser. Wir sind doch jetzt schon mehrere Nächte lang aufgeblieben. Wo sind die Phantome? Ein bisschen höher, vielleicht ein oder zwei Blöcke.
Irgendwann muss ich mir mal wieder ein Schwert craften. Das ist kein Schwert. Ich habe schon seit, ich weiß nicht wann, kein Schwert mehr. Es ist irgendwann mal kaputt gegangen und ich war zu faul, ein neues zu craften. Zu kaufen. Ich brauche die Dinger ja für nix. Kämpfen tue ich sowieso nicht, das macht ihr. Und die paar Gegner, die mir hier begegnen, kann ich mit einer Diamantaxt oder einem Bogen ausschalten. Ja, mal, warum dir nur ein paar Gegner hier begegnen? Weil ich euch habe. Weil ich hier sehr viel ausgeleuchtet habe. Und drumherum die ganze Zeit irgendwas abschlage, wenn da was kommt. Nee, ist eigentlich nicht das geleuchtet, ne? Ist mir egal. Es kommt schon mal nicht aus der Richtung, wo ich was gebaut habe. Ja, da kommt sowieso nichts her, weil das zu weit weg ist. Siehst du? Weißt du, erst meintest du, möchtest keinen Attack on Titan und jetzt wirst du sie trotzdem so riesig hochbauen. Lass ich sie jetzt von unten an. Ja, ich sehe sie von unten an. So hoch ist die auch nicht. Na gut. Ich kann sie dir von Ferne an. Das hat der Attack on Titan auch gesagt. So hoch ist die auch nicht. Ja. Ja. Geht doch. Okay, hast recht. Ist mein Zombie-Pigman one-shotted? Ja. Ich vermute, wenn mir gleich wieder der Cobblestone ausgeht, dann werde ich einfach mal einen Haufen Cobblestone sammeln gehen. Sollte bei ihm nicht doch richtig viel sein? Ikea? Also ich habe gerade das, was unten noch in der Kiste war, Ikea? Rausgenommen. Ikea? Was interessiert mich denn Ikea? Da ist das noch ist richtig Cobblestone. Viel. Seit wann ist denn da Cobblestone? Ich dachte, wir mussten einen halben Berg abtragen. Da war mal ein Berg, wo der Ikea steht. Feiner. Ich freue mich auf Doom Eternal. Ich werde es vermutlich auch spielen. Aber dann wieder nicht durchspielen, oder wie? Natürlich. Ja, aktuell. Ich möchte bei Crypt Chronicles 4 endlich durchspielen. Danach habe ich vor, Fire Emblem Three Houses zu spielen. Danach möchte ich Astral Chain spielen. Und dann bin ich, glaube ich, erstmal für nahe Zukunft. Ich muss immer noch Sekiro durchspielen. Du musst immer noch Doom durchspielen. Ich muss Sekiro auch noch durchspielen. Das habe ich immer noch nicht fertig. Also, was ich sagen möchte, ich habe für die nahe Zukunft, glaube ich, genug Spiele. Ich muss immer noch Final Fantasy 14 Stormblood durchspielen. Ich muss immer noch Final Fantasy 14 Shadowbringers durchspielen. Ich muss immer noch Final Fantasy 9 durchspielen. Muss immer noch WWE durchspielen. Aber auch nur, weil das eine scheiß unfaire Stelle gerade ist, wo ich mich befinde. Lassi, vergiss nicht, das normale Doom auch noch durchspielen zu müssen. Das erste. Vergiss nicht, das auch noch zu müssen. Ja. Das allererste. Ich glaube, fürs erste bin ich zufrieden, wenn ich das Remake von Doom durch habe. Aber das Remake, was? Also, weil er gerade meinte, das erste, ja. Ich meine Doom 4. Ja. Wer hat hier die Tür offen gelassen? Ich lasse öfters Türen zu. Auf. Nicht zu. Das andere. Ich verstehe Leute nicht, den Klositz oben lassen. Ich meine, spülen die mit offenem Sitz oder was? Man merkt doch, wenn man das offen oder zu hat. Ich kenne auch nicht dieses eine klischeehafte, dass Frauen sich da total drüber beschweren.
Ich meine, ich würde mich auch beschweren, wenn jemand hier die Klobrille oben lässt. Man merkt es doch selbst, wenn die oben ist. Man setzt sich da doch nicht einfach dann rein. Aber es ist trotzdem einfach nervig, weil man sich denkt, so viel Zeit muss man doch haben, das hochzuklappen, wenn man fertig ist. Ist das nicht genau der gleiche Aufwand, wie es einfach runterzuklappen wieder? Ja, aber die Sache ist, oben, unten braucht man es. Oben braucht man es nicht. Es ist mehr Aufwand, es hochzuklappen, als runterzuklappen, weil beim Runterklappen hilft die Gravitation. Keine Ahnung. Aber trotzdem, wer spült mit einer offenen Brille? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist immer komplett zu wenig Spül. Ich sehe da hinten einen Namen. Das bin ich. Du hast fast keine Steine mehr. Du hast keine Steine mehr. Die sind noch Cobblestones in den Steindingens drin. Ich finde immer noch schön, jetzt, wenn man beim Ikea rausgeht. Einfach. Was du willst du da nicht lieber die Ikea-Hymne singen? Ikea! Wow! Wow. Wo sind denn die Steine von Ikea? In meinem Inventar. Ah. Hier vorne sind die bei uns im Haus sind unten Steine. Hab ich gerade noch gesehen in der Steinkiste. Und ich werde nachher auch noch mehr Steine unten holen in Günthers Paradise. In der Steinzeit. Ne Ewigkeit. Lang ist's her. Gut. Der läuft ja einfach ins Haus. Du hast gesagt, ihr habt noch Steine, die ich mir nehmen kann. Ja, der guckt hier nicht mal, dass ich hier in der Ecke stehe. Habe ich nicht drauf geachtet. Auf dich braucht man auch nicht aufpassen. Ja, ich kann schon auf mich alleine aufpassen, ne? Okay, ich glaube, das ist alles Steine. Hier sitzt ein Drowned in einem Boot drin. Gut. Wollen wir mal fahren, Drowned? Aua. 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 Guck mich an. Hui. Seht ihr mich? Wo bist du? Ich fahre hier hinten an der Kirche. Da sitzt noch ein Drowned. Schnell, der ist gleich tot. Wer hat die Tür dazu? Fuck you. Hä? Wer hat die Kirche hier einfach offen gelassen? Also ich war nicht drin. Ich bin da reingelaufen. Machst du zu, verdammt nochmal. Jetzt sind hier alle Hühner rausgegangen. Hin, wenn die zugehen soll. Da kommt keine Platte dann hin. Weil dann kommt hier alles rein oder raus. Außerdem sind hier noch ganz viele Steinziegel drin. Steinziegel-Gate. Würdet ihr es euch ansehen? Nein. Lasi. Ja? Willst du dir Stein-Ziegel-Gate ansehen? Keine Ahnung, ich habe aktuell genug Anime auf meiner Liste. Ja, ich auch. Ich muss endlich mal in einer Showbutter weitersehen. Da bin ich tatsächlich noch aktuell. Ich muss endlich mal Vinland-Saga weitersehen. Ja, Vinland-Saga weitersehen. Carol and Tuesday weitersehen. Das auch weitersehen. Was ist das, woran ich gerade gedacht habe? Ich hab's vergessen. Irgendein Anime habe ich gerade dran gedacht, wo ich mir gedacht habe, den muss ich irgendwann mal weitersehen. Momentane Season? Letzte Season? Nee. Pokémon Sonne und Mond. Zwei oder drei Seasons.
Ja. Gridman, das muss ich weitersehen. Endlich anfangen, meine ich. Gridman muss ich auch endlich wohl sehen. Nö. Das heißt, wenn das Teil 3 Seasons. Barakamon haben wir schon fertig. Ja. Das haben wir noch vor 3 Seasons angefangen. Und dann irgendwie 2 Seasons später beendet. Schon fertig. Ich meine, wann haben wir Kaiji angefangen? Das dürfte ich bei dir, glaube ich, nachsehen können. Ich schreibe normalerweise, wenn ich was anfange, immer daran, wann ich es angefangen habe. Gibt's eigentlich auch von dem Typen da, von der Mutter, ein Anime? Barakamon? Ich glaube, ich habe bei Vinland Saga gar nicht reingeschrieben, wann ich es angefangen habe. Weißt du das zufällig noch auswendig? Nee. Na, es steht bestimmt bei Discord drin, kann ich nachschauen. Ja. Kaiji haben wir angefangen. Am 17. Jänner 2019. Auch immerhin noch dieses Jahr, dann geht's ja noch. Das nennt man ja. Januar. Lassi? Ja? Das hört sich besser an Jänner oder Januar. Januar. Fuck you. Ich wollte gerade hier hinten bauen, dass man da hinten weiterhin auf 2 Felder Höhe bauen kann. Und hier halt nicht dann eine Etage tiefer muss. Mir fällt gerade was auf. Was? Komm mal ran. Da stellst du dir auf. Fang. Ja. Wir haben noch kein Tor gebaut, das schlagen wir dann einfach durch. Wie gesagt, ich habe dir meinen Vorschlag für einen Geheimgang gegeben. So funktioniert sowas nicht. Was geht da hinten ab? Bis du es das eine Mal benutzt hast, ist es ein geheimer Gang. Wisst ihr, wie viele Eisengolems hier gerade gespawnt werden? 50. Alleine hier sind schon 6 Stück in der Ecke mit den ganzen Farmern. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Also wenn hier mal irgendwann was passiert, die werden hier alles sowas von zerstören. Warte, was ist deine Meinung für Frostesheim für Fantasiefreunde? Für was? Fand ich sehr langweilig. Frostesheim für Fantasiefreunde. Fand ich sehr langweilig. Habe ich selbst nie geschaut. Das war super. Ich fand sehr langweilig. Ich habe auch viel Gutes drüber gehört. Overrated. Das war super. Jedes Mal, wenn das gelaufen hat, ich konnte mir das nicht angucken. Ich fand's so langweilig. Ja, dann haben wir unterschiedliche Geschmäcker. Ich habe keine Steine mehr. Ich will's einfach nur verschweigen. Zu langweilig. Was will ich verschweigen? Nee. Doch. Ich weiß, was ich bin, aber das gehört nicht dazu. Doch. Ich schau mal, ob ich unten in irgendeiner Kiste noch Steine hab. So, ich hab jetzt nochmal 14 Smaragdblöcke mehr. Okay. Und um das hier größer zu machen, muss man ja einmal ganz rum, dann einfach nur ein paar da drüber tun. Ne? Ja. Könnte ich die Smaragdblöcke eigentlich schon einmal ganz rum bauen, oder nicht? Ja. Soll ich denn gleich anfangen, weiter an Günthers Paradise zu bauen? Wenn du willst. Ja, du willst doch Cobblestone, oder nicht? Ja. Lasi! Ja? Wir brauchen Fichtenholz. Fichten?
Ich habe sogar noch Fichtenholz. Ach, von den ganzen Bäumen, die ich gepflanzt habe, ja. Okay, ja, das habe ich tatsächlich noch hier. Warte, ich hol's gerade. Wir nehmen gerade schon wieder relativ lange auf. Wollen wir das mal beenden und dann kannst du ja auch was zu essen machen. Das klingt gut. Ich habe aber wirklich... ich habe einen einzelnen Cobblestone noch hier. Mehr kann ich dir jetzt nicht anbieten. Cobblestone brauche ich auch gerade nicht. Okay. Gut, ich würde dann mal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.